Ein ganz herzliches Willkommen zur Wochenlegung mit Ella. Schön, dass du da bist und wir schauen uns an, welche Karten in dieser Woche verwendet werden oder für diese Woche. Ich bin ein Fan von Colette Baron-Reed und habe deshalb zwei Kartendecks von ihr heute dabei. Dazu gleich mehr. Ich habe nämlich ein neues Kartendeck dabei, was ich ausprobieren werde und schauen werde, wie es bei euch ankommt. Also gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wir sind in der Woche 30. Dezember bis 5. Januar 2020. Das heißt, wir befinden uns im Übergang in das neue Jahr und haben sicherlich die ein oder anderen guten Vorsätze, wobei ich ein Freund dessen bin, die guten Vorsätze immer dann in die Tat umzusetzen, wenn sie einem in den Sinn kommen, also nicht unbedingt zum Jahreswechsel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch dabei begleiten darf und stelle euch jetzt mal die Karten für diese Woche vor. Wie gesagt, Colette Baron-Reed, finde deinen wahren Weg, die haben wir auch schon öfter benutzt. Dann für die Tage, also für die variablen Tage in dieser Woche, das Tarot Familia von Lisa Parker. Dann haben wir das Rider-Waite-Tarot, um ein bisschen Klärung da reinzubringen. Und dann haben wir hier als neues Kartendeck die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen für Colette Baron-Reed. Das fand ich jetzt angebracht für den Wechsel in das neue Jahr. Ich finde die Karten sehr schön. Ihr könnt mir ja mitteilen, was ihr davon denkt und wie sie euch gefallen. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an für die ganzen Sternzeichen. Und dann bleibt mir nur, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, eine weiche Landung im 2020. Und für einige sicherlich so nach dem Motto, hoffentlich wird es besser. Aber wie gesagt, man kann aus den Dingen was machen, was man hat. Und dann natürlich mit dem, was man hat, Größeres erreichen. Und ich denke, im Mondjahr 2020, wo das Gefühlsleben so ein bisschen im Vordergrund steht, sollte man gut auf seine Intuition hören, sein Bauchgefühl. Und das ist die beste Rüstung, die man haben kann, wenn man sich auf seine Intuition verlassen kann. Schauen wir uns an, wie es für euch jetzt für die Woche wird. Bis gleich. Herzlich willkommen, lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 30. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020. Das heißt, wir sind im Übergang des Jahres begriffen und da gibt es natürlich einiges zu beachten und wir wollen natürlich wissen, wie du dich in dieser Woche fühlst, wie du mit den Dingen umgehen kannst, ein paar Hinweise sammeln. Das ist eine allgemeine Legung, das weißt du ja, und wir wollen mal schauen, welche Hinweise und Informationen wir da für dich herausfinden können. Als erstes, wie immer, was kommt von außen? Welche Informationen haben wir? Wir haben die 10 des Feuers, Ballast abwerfen. Das bedeutet auch, dass die Menschen um dich herum in deinem Umfeld wahrscheinlich auch so ein bisschen Ballast abwerfen wollen selber oder Dinge abstreifen wollen. Hauptsache, sie streifen es nicht an dir ab. Das ist ganz wichtig. Wir schauen mal, wie du dich in der Situation fühlst, also wie du dich selbst siehst, was du dir wünschst in dieser Woche. Deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich den möglichen Ausgang in dieser Woche. Schauen wir mal. So, ich muss das ein bisschen umräumen, damit das alles passt. So, ja. So, und dann wollen wir natürlich gucken, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Bei der Allgemeinlegung ist es ja so, das kann variieren, das muss nicht exakt der gelegte Tag sein für dich. Das kann auch jeder andere Tag in dieser Woche sein. Wichtig ist, dass du da die Informationen für dich rausholen kannst, die in deiner persönlichen Situation relevant sind, die dir weiterhelfen. Und wir wollen natürlich wissen, was zeigst du deinen Mitmenschen nach außen an Energie? Was bringst du mit in diese Woche? Und wir haben den Knabe der Stäbe. Das heißt, du bist fokussiert auf deine Ziele, auf die Dinge, die du erreichen möchtest, die du tun möchtest. Auch Feuerenergie. Und wir schauen mal, was wir da so haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So. Und dabei ist natürlich zu beachten, dass, wie gesagt, die Tage variabel sind. Das muss nicht exakt der gleiche Tag sein, wie hier gelegt. Wir gucken natürlich als erstes danach, wie siehst du dich denn selbst in dieser Woche? Wir haben die 4 der Luft. Das heißt, du bist ganz entspannt. Du blickst dem Jahresende und dem Jahresbeginn
mit Gelassenheit entgegen, was auch anzuraten ist. Es ist gut zu überlegen, was ansteht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du gute Vorsätze hast. Gute Vorsätze, habe ich ja vorher schon gesagt, finde ich, sollte man dann in die Tat umsetzen, wenn sie einem ins Gedächtnis kommen. Was wünschst du dir denn? Wir haben die 5 des Feuers, den Wettbewerb. Das kann auch ein freundschaftlicher Wettbewerb sein, der einen so ein bisschen anspornt, dass man sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Es kann aber natürlich auch sein, dass du Konflikte loswerden willst, die nicht unbedingt nötig sind. Was sind deine Hoffnungen und Ängste? Da haben wir die 2 der Erde. Unentschlossenheit. Ja, so ein bisschen jonglieren mit den Dingen, die so zur Verfügung stehen, ohne dass man konkret ein Ziel hat, dass man wirklich weiß, wo es hingehen soll. Das kann zeitweilig mal ganz spannend sein. Dann kann das aber auch dazu führen, dass man nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll. Was ist denn gut für dich? Der König der Luft, Klarheit, Wahrheit, das ist auch Kommunikation, miteinander reden, die Dinge auf den Tisch bringen, absolut ehrlich sein. Der König der Luft ist manchmal sehr krass ehrlich und kann damit dem einen oder anderen auch mal auf die Füße treten. Das kann auch mal ein bisschen unangenehm werden für den einen oder anderen. Wichtig dabei ist, dass du selber bleibst, authentisch bist und natürlich auch deine eigenen Schwächen zugibst und erkennst und damit umzugehen weißt. Ja? Also, dass du jetzt nicht nur über andere schimpfst, sondern auch sagst, ja, ich habe meinen Teil dazu beigetragen zum Beispiel. Was ist nicht gut für dich? Das ist die 10 der Luft. Das heißt, du wirst in dieser Woche Enttäuschungen, die du in der Vergangenheit hattest, noch nicht ganz überwinden. Das heißt, dir hängt noch so ein bisschen was an, was nicht so schön war, Dinge, die dich vielleicht geärgert oder gar gekränkt haben. Aber du bist sozusagen am Ende des Zyklus angelangt. Das wird schon, nur nicht unbedingt jetzt zum Jahreswechsel. Das kann noch ein bisschen dauern. Es ist aber nicht schlimm. Hauptsache, du bist es dann irgendwann los. Ausgang ist die 9 der Luft. Das ist Sorge um etwas oder jemanden. 9 der Schwerter ist meistens unbegründete Sorge. Es kann aber auch sein, dass du aufgrund der vielleicht etwas unklaren Verhältnisse oder so nicht so genau weißt, wohin, was Sache ist, was wichtig ist oder was jetzt getan werden muss. Lass dir Zeit, hetz dich nicht und hetz andere nicht. Sei klar in deinen Äußerungen, dass du vielleicht nicht weiter weißt oder nicht so genau weißt, was man jetzt zuerst angehen soll. Das ist nicht schlimm. Dadurch bekommst du dann entsprechend die Unterstützung, die du brauchst. Schauen wir mal, was der Montag sagt. Die 7 der Münzen. Hab Geduld. Du bist jetzt geduldig und überlegst dir deine Schritte genau. Das ist ja auch im Rahmen der Saturn-Geschicke, der jetzt im Steinbock steht. Und auch natürlich Jupiter, der, ja, ich sag mal, so auf Expansion drängt irgendwo, aber auch dazu auffordert, in Zusammenhang mit Saturn auf die Details zu achten. Deswegen ist es gut, wenn du überlegst und dir Zeit lässt. 5 des Feuers und die Stärke. Ich glaube, die Stärke bei dir liegt immer darin, dass du als Widder, als Feuerzeichen auch gerne so ein bisschen dich reibst an anderen und damit auch deine Fähigkeiten so ein bisschen herausforderst oder herausgefordert sehen möchtest. Das ist deine Stärke, dass du Entscheidungen treffen kannst, dass du stark bist und Dinge ja auch durchziehst. Du solltest halt nur nicht überstürzt handeln. Mittwoch haben wir den König der Stäbe, das ist auch deine Energie, kann aber auch ein anderes Feuerzeichen sein, also es ist ja Widder, Löwe oder Schütze. Da haben wir so ein bisschen die Unentschlossenheit, soll ich jetzt mit Brachialgewalt da durch oder soll ich jetzt, die Kraft des Königs der Stäbe ist ja Leidenschaft für die Dinge, die er oder sie tut und dann eben durchzuhalten, nicht aufzugeben, positiv zu denken, optimistisch zu bleiben und das Beste zu erwarten. Und da scheint so ein bisschen, ja, ich sag mal, du brauchst einerseits die Herausforderung, andererseits möchtest du gemäßigt an die Dinge herangehen. Das ist so ein bisschen zwiespältig dann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Donnerstag haben wir die Herrscherin, das heißt, die Dinge sind auch fruchtbar, wenn du jetzt, ich sag mal, es ruhig angehen lässt. Du musst halt nur darauf achten, denke ich, wir haben die 10 der Stäbe von außen, dass du dir nichts aufbrummen lässt von anderen, ja, dass du dich da nicht belastest und das solltest du auch ehrlich sagen, wenn es dir zu viel wird oder auch wenn du Unterstützung brauchst. Du musst ja nicht um Hilfe bitten, du kannst ja sagen, alleine schaffe ich das aber nicht. Ne, da müsst ihr mir schon helfen, das geht nicht alleine zum Beispiel. Ja. Es ist auf jeden Fall eine fruchtbare Entwicklung, die Dinge kommen voran, vielleicht nicht ganz so schnell, wie du das gerne hättest, so ist das manchmal. Ja, aber es geht voran.
Freitag haben wir wieder die 2 der Münzen. Das ist diese Energie, dass man so ein bisschen unentschlossen ist. Das hat auch mit diesen Enttäuschungen zu tun. Du hast Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren und du möchtest natürlich vermeiden und bist da so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist nicht schlecht, dass man nicht unbedingt immer weiß, wo es hingeht. Das kann sehr inspirierend sein, das kann auch flexibel machen, was die Feuerzeichen ja sowieso sind. Lass dir Zeit auch mit dem Überwinden von Enttäuschungen, von Dingen, die nicht so schön waren. Du musst dich nicht hetzen. Wir haben den Eremiten. Und der Eremit ist die Jungfraukarte, auch wieder Erdenergie. Das ist auch manchmal so der Rückzug, sich mit sich selbst beschäftigen, mit seinen eigenen Fehlern. Wir haben bei dir die Fokussierung mit dem Knabe der Stäbe als Energie. Das heißt, du fokussierst dich momentan so ein bisschen auf dich selbst. Das ist auch nicht schlimm, aber du machst dir zu viele Sorgen. Was haben wir denn noch? Wir haben den Neuanfang mit dem Narren. Risikofreudig, unbelastet und frei. Das ist zwar sehr schön, aber ich sag mal mit angezogener Handbremse. Und das ist gut so. So stürzt du nicht von einer Baustelle in die nächste, sondern machst die Dinge überlegt. Und deswegen ist der König der Luft auch hervorragend geeignet. Das kann durchaus auch bedeuten, dass du dir das ein oder andere Mal auch fachlichen Rat suchst. Das heißt nicht, dass du alles weißt und alles kommunizieren kannst, sondern dass du auch die notwendigen Informationen bekommst. So, beginnen wir jetzt nochmal mit deiner Energie, der 4 der Luft. Da haben wir die Hohepriesterin Bauchgefühl, was du mit dem Eremiten natürlich selbstverständlich gut ja, zu Rate ziehen kannst. Dein Bauchgefühl, Meditation, sich so ein bisschen zurückziehen und das gibt dir Kraft. Das gibt dir Kraft, diese Dinge hinzubekommen, die du gerne hinbekommen möchtest, die dir so wichtig sind. Wir haben die 5 des Feuers als Wunsch. Da ist die Fokussierung, die Feuerenergie auf ein Ziel zu richten, was dich weiterbringt. Und wir haben den Ritter der Kelche, in liebevoller oder, ja, sagen wir mal, sich kümmernder Weise um dich selbst, dass du dich nicht übernimmst, dass du dir nicht zu viel aufhältst, das ist ganz wichtig, und dass du auch Hilfe annimmst, ja, Unterstützung annimmst oder den Ratschlag von einem Fachmann, je nachdem. Hoffnung und Ängste, 2 der Erde. König der Münzen ist Erdenergie natürlich, Saturn, dass du deine Schäfchen im Trockenen hast, dass du finanziell dich nicht ins Chaos stürzt oder so, dass du darauf achtest. Da haben wir die Vergangenheit, das ist so diese Erinnerung, denke ich mal, an das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was dich daran erinnert, an was du genau denken musst. Der König der Münzen ist auch akkurat und achtet auf das Kleingedruckte sozusagen. Der König der Luft ist der, der sich äußert, der klar und deutlich rüberkommt, sachlich. Und wir haben die 10 der Kelche. Das hat auch was mit Gefühlen zu tun, dass du deine Gefühle äußerst, deine Bedenken vielleicht auch, dass du um Rat fragst, dass du dir Sorgen machst, haben wir ja hier, dass du das äußerst in liebevoller Art und Weise. Und das bringt dich voran, indem du nämlich auch ja, so ein bisschen zeigst, du bist nicht unverwundbar und du bist nicht ohne Ende belastbar, sondern du möchtest, dass die Dinge für alle Beteiligten positiv verlaufen und deswegen brauchst du Unterstützung und brauchst du auch deine Auszeiten. 10 der Luft ist nicht gut für dich, weil du dir zu viele Gedanken machst, weil du dich im Kreise drehst und da zu keiner Lösung kommst. Wenn du zu keiner Lösung kommst, macht es keinen Sinn, sich da weiter drüber Gedanken zu machen. Das ist leichter gesagt als getan, das nicht zu tun, ich weiß. Pardon. Aber es ist halt so, da musst du dich kümmern oder um Rat suchen oder um liebevolle Unterstützung bitten. Ja? Wenn du verletzt bist, und das gilt ja eigentlich für alle Menschen, brauchst du Unterstützung, damit du da aus deinem, ja, Hamsterrad wieder rauskommst, weil du bist in diesen Gedanken gefangen und kommst da alleine nicht mehr raus. Und dann haben wir auch noch die Sorge, dass die Dinge nicht so kommen, wie du dir das wünschst. 4 der Kelche und die 2 der Münzen wieder. Die haben wir jetzt 3-mal. Und das bedeutet, dass sich das verunsichert. Das ist aber auch nicht schlimm. Du musst das akzeptieren, wie es ist. Wenn du unsicher bist, kannst du keine konkreten Entscheidungen treffen. Du kannst kleine Schritte gehen. Du kannst dich auf kleine Schritte fokussieren, aber du sollst nicht das große Ganze jetzt entscheiden, sondern kleine Schritte. Was ist jetzt zu erledigen? Wir haben die 7 der Münzen. Das ist Geduld haben. Manifestation in Ruhe. Ja? Königin der Schwerter, sich und anderen nichts vormachen und auch klar und deutlich kommunizieren. Aber eben auch kommunizieren, dass man Zeit braucht dafür. Ja?
Und dann haben wir direkt daneben die Stärke. Das ist der Eremit. Du findest, was in dir steckt. Und dann gibt es zum Beispiel Geselligkeit, drei der Kelche, mit anderen gemeinsam. Und auch Frohsinn, auch schöne Momente, feiern, ja, in Silvester rein natürlich, klar. Und dann haben wir den König der Stäbe, du in deiner Energie gleich doppelt. Und da sind sie wieder, die Sorgen, ja. Die neun der Schwerter, das ist eben das, was dich belastet, das ist wie ein Klotz am Bein. Aber du kommst damit nicht voran, wenn du das mit dir selber ausmachst. Gönn dir die Ruhe und Zeit, dich darum zu kümmern. Erstmal für dich und dann sprich mit anderen darüber. Die Herrscherin, neue Wege gehen. Acht der Kelche und die um die zehn der Schwerter dann loszuwerden. Das dauert vielleicht noch eine Weile, aber die Zeit wird benötigt, um zu heilen. Zwei der Münzen, das ist die Unsicherheit. Das ist dieses, ich weiß nicht so recht, wo es hingeht, aber trotzdem hast du damit Erfolg, weil du dich nicht selber hetzt, weil du selber eben, ja, du könntest nämlich mit den sieben der Schwertern falsche Entscheidungen treffen oder du verbirgst gewisse Dinge, die in dir vorgehen, aber ich glaube, die sieben der Schwerter ist eher, dass du nicht damit jedem, ja, dass du das nicht nach außen zeigen willst, ja. Du machst es mit dir ab, mit dem Eremiten. An deinen eigenen vier Wänden gönnst du dir die Ruhe und das ist ganz wichtig. Wir hatten im vergangenen Jahr oft die Legung für den Widder, dass er sich zu sehr verausgabt. Das habe ich öfter bei den Feuerzeichen vor allen Dingen, aber auch bei manchen Erdzeichen und so weiter. Das kommt vor. Wenn dein Körper Signale abgibt, dann solltest du darauf hören. Und das ist Intuition. Ja? Das ist die Intuition, zu wissen, wann man Ruhe braucht, zu wissen, zu entscheiden, ich kann jetzt nicht entscheiden, ich kann jetzt da nichts tun, ich muss mich zurückziehen, ich muss die Dinge für mich erstmal stimmig machen, gedanklich, in Ruhe. Ja? Und dann haben wir den Neuanfang. Da ist die Veränderung. Ja? Und wir haben die fünf der Stäbe, das, was du möchtest, dass du dich fokussierst, mit anderen in liebevollen Wettkampf trittst. Das ist das, was du dir wünschst. Lass dir Zeit dazu, hetz dich nicht, geh das ja ruhig an. Natürlich, was anliegt, was gemacht werden muss, weiß ich, Steuererklärung, keine Ahnung, irgendwas. Das solltest du natürlich langsam und gemächlich angehen, dich aber immer auf ein Ziel fokussieren, nicht zu viele Baustellen. Wir haben Erneuerung für dich, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Erneuerung bedeutet ja auch, dass man sich Zeit lässt, die Dinge anders, neu, auf andere Art und Weise anzugehen. Das sind die neuen Wege. Und den Weg dahin musst du nicht alleine finden. Die Erneuerung hat eine Grundbedeutung. Neugeburt, eine zweite Chance, neue Lebensmöglichkeiten. Ich lese vor. Die Botschaft des Orakels. Neue Möglichkeiten tun sich jetzt für dich auf. Um welche Lebenschancen, die du vertan zu haben glaubtest, es sich auch handeln mag, sie bieten sich dir nun erneut dar, aber kraftvoller, lebendiger und authentischer als zuvor. Was immer dir als Scheitern oder Verlust erschien, macht nun besseren Platz, das an seiner Stelle kraftvoll Gestalt annimmt. Was dich hier erwartet, ist eine Neugeburt. Tritt ein in dein neues Leben, das Schicksal erfüllt sich jetzt auf wunderbare Weise. Ja, und damit heißt es, dass sich da neue Wege auftun, die du für dich nutzen kannst, die du aber gut überlegt nutzen solltest, wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast in der Vergangenheit oder es als Fehler siehst, was vielleicht nicht unbedingt ein Fehler war, dann kannst du jetzt mit neu gebündelter Kraft, wenn du dir eben in Ruhe überlegst, was zu tun ist und besprichst vielleicht mit deinen Lieben, das angehen, was vorher nicht so gut geklappt hat. Ja, in aller Ruhe und denk dran, auch im neuen Jahr genügend Pausen einzuhalten, damit du wieder auftanken kannst und dich natürlich nicht zu verzetteln. Denn Saturn verlangt von allen Sternzeichen im Jahr 2020, sich auf alles zu konzentrieren, was wichtig ist. Und das können manchmal eben auch Kleinigkeiten sein. Im Mondjahr 2020 ist es auch so, dass Gefühle sehr wichtig sind, also auch mitzuteilen, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man sich überfordert fühlt oder wenn einem das zu viel wird. Denk dran und wenn es notwendig ist, kannst du das ruhig äußern. Es ist wichtig, sich mitzuteilen, damit andere wissen, ja, dass sie irgendwo vielleicht helfen können oder dass du irgendwo an deine Grenzen kommst. Das geht jedem mal so. Das ist völlig normal. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich und guten Rutsch. Bis dann.